Das ist eventuell jetzt die erste Aufnahme. Das hier ist eventuell ein Wikinger. Und hier war vorhin so ein Fenster, welches mir 10.000 Gold angeboten hat, weil irgendwas scheinbar vorgefallen ist im letzten Patch oder so. Und das war die Entschuldigung der Entwickler. Und ich konnte das jetzt entweder annehmen oder ablehnen. Ich habe es abgelehnt, weil es hat mich nicht betroffen. Weil es betraf mich nicht und ja. Nein, danke. Das ist im Großen und Ganzen mein erster Test, eine Aufnahme zu machen von dem Spiel, was ich selber noch nicht kenne. Ich muss sagen, ich habe vorhin schon kurz angemacht, versucht aufzunehmen, ging aber nicht. Ich habe in den Einstellungen etwas die Grafik runtergemacht und ja, jetzt scheint es zu funktionieren. Ich hoffe, ich höre mich von der Sprache her deutlich an. Zumindest im Nachhinein, dann später im Video beim Schauen. Und ja, wie im Skaff bewegt er hier die Augen in Richtung Pfeil. Das einigermaßen realistisch sogar. Na gut, das ist sowas wie For Honor, nur anders, mit Kavallerie, finde ich, weil ich habe das noch nicht getestet, wie der sich spielt und so. Ich hoffe einfach, ich bekomme irgendwie 15 Minuten hin, so dass niemandem dann langweilig wird. Ja, was ist das denn hier? Rüstkammer. Oh. Bin ich das? Nein, das ist ein Mann. Was ist das denn mit seinem okay. Hoch. Ach, oh. Oh, okay. Hä? Hey. Moment. Ach, nicht. Bärsvolt. Ah ja. Vertöten. Oh. Ah ja. Ritter Spitznase oder wie? Okay. Der ist gefährlich, der pickt dich tot, ey. Und ihn selbst picken kannst du nicht, weil. Der hat noch ein Messer? Oh. Räuber. Ach, das ist gar kein Wikinger, das ist ein Räuber. Mit zwei Äxten. Mit drei. Also hier, cool. Oh, was? Alter. Alter Schwede. Der hat ja eine fette Keule. Fußsoldat. Ja, komm, lass uns mal die ganzen. Oh, sind das Klassen anschauen? Das ist ja auch was mit dem Auge. Fußsoldat. Pikanier wohl eher. Mit einer Medic-Tasche. Halunke. Ach du Scheibengleis. Was ist der? Was hat der denn hier für ein Rasierschwert? Halunke. Ja, aber mit einer fetten Klinge. Also. Okay. Ingenieur. Ist das eine Balalaika? Ist er da als Waffe? Ach, keine Ahnung. Was, oder? Ist das ein Hammer? Okay. Okay. Ah, ne. Oh. Ich habe das Gefühl, dass wir dieser Lumpenträger sind. Höre ich mich in Ordnung an? Lispele ich vielleicht zu sehr oder habe ich ein paar sehr stille Buchstaben in Wörtern? Okay, unnamed Horde. Was? Ausrüstung, welche Battle Royale?
Okay. Ach ja, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich nenne mich im Internet Ihr Rivale. Warum? Hat was mit meiner Vergangenheit als Videospielspieler zu tun. Ich hatte zwei Charaktere, die ich Ihr oder Rivale nannte. Und ja, die zwei Namen gefielen mir am besten und deshalb dachte ich mir, komm, übernehme ich und mache die hier mein eigen. Ja. Und vor allem Ihr, das ist schnell ausgesprochen, also oder Rivale, das ist noch einfacher sich zu merken. Ja, ich habe sowas noch nie gemacht. Probieren sowas einfach mal. Ich habe 6 Minuten und bin im Hauptmenü. Okay. Würde sagen, ich fange mit dem Tutorial an, weil hier mir Gold geboten. Ist das Gold? Ja, Gold geboten wird in Höhe von 2500 Münzen. Ach, hier der Räuber. Räuber Hotzentotz, genau. So nenne ich dich. Okay. Ja, so. Oh. Nein. Ups. Tutorial spielen. Ah, Tutorial spielen. Dauert ungefähr 15 Minuten. Ach hey, so lange wollte ich auch ungefähr aufnehmen. Ach, muss ich das jetzt zweiteilig machen? Ich hoffe nicht. Na komm. Wir machen es relativ schnell. Okay? 15 Minuten, da packen wir noch in diese Folge rein. Hoffentlich. Dann muss ich ja sonst zwei machen, weil, naja, ich habe vor, die Folgen 15 Minuten lang zu machen. Weil, naja, 20 Minuten dauert lange zu rendern. Das habe ich mal mit einem anderen Spiel probiert, welches ich aus Versehen mal aufgenommen habe mit AMD Relive. Ich wusste gar nicht, dass ich das hier als Aufnahmeprogramm nutzen kann, aber ja, scheinbar hatte ich das und dachte mir, ach komm, probierst du halt mal. Hab Acht auf Seymour. Okay. Drücke P, um zwischen First Person und Third Person Perspektive zu wechseln. Aha. Je schwerer deine Rüstung ist, desto langsamer bewegst du dich. Denk daran, wenn du deine Ausrüstung erstellst. Ah, das heißt hier, Ritter Spitzschnabel. Da vorhin mit dem spitzen Helm. Da kann einer nicht einholen, wenn man wegrennt. Okay. Immer wenn zwei aktive Waffen kollidieren, stoßen sie zusammen, sodass du und dein Gegner sofort einen Folgeangriff starten könnt. Alles klar, und es geht los. Oh. Look at what the cat dragged in. You two look absolutely hopeless. Go on, look around. This is the place where I'll teach you how to fight without stabbing yourself in the process. Ich hoffe, ihr könnt das alles lesen. Es ist alles scharf genug. Ich drücke P, um zwischen der Ego-Perspektive und der dritten Person in der Ansicht umzuschalten. Ich mache erstmal Escape und... Oh. Ich wusste gar nicht, dass ich Muskeln habe. Ich schau mal, wie sehr sich meine Rechner hier anwärmt. Moment. Ja gut, fast 60 Grad Celsius, aber naja, hoffentlich schmilzt er nicht wie Terminator 2. P. Oh. All right, that's quite enough sightseeing for now. Eyes on me, you two. Moment, kann ich hier mich noch weiter umschauen? Nein.
This is a real battlefield, but don't be alarmed. We're perfectly safe at the moment. Well, I suppose that moment is past. Where's your sword, recruit? Okay. We're going to the middle of the auto-stepping. You look eager to swing that thing around, so let's get right down to it. Hit that dummy 3 times. Okay. They see a wing from a right bound. They see me right bound, right bound. Links click? Ja, da oben. Nice! Moment. Do another! Ach, okay. Ah, dahin. In die Richtung. Enough! Single attacks are good. But you often want to follow up with a combo. To do this, perform a new attack before you are finished with your current attack. Show me a combo hit on that dummy! Ich find's schön, wie ich aussehe, vielleicht von Anfang an die Haare. Erinnert mich an mich in Real Life. Cool, da kann ich mich ja gut mit identifizieren. Noch 4 Minuten, naja, okay. Muss ich wohl dann pausieren, aber, okay. There we go! Beware of your stamina while attacking. Missing will drain it. If you run out of stamina, you will not be able to combo, which can put you in a bad spot. Now I will teach you how to defend yourself against attacks. First, show me you can hold a sword in front of you. And you didn't even hit yourself with it. Well done, recruit. Now parry 3 of my attacks to show me that you're not completely worthless. Okay. Au. Das schwingt ja voll langsam wie ein For Honor, ey. One more! Good! If you quickly time your attacks after a parry, you will perform a riposte. A quick follow-up attack that will catch your opponents by surprise. Timing is crucial. You must perform the attack slightly before or exactly at the time of the block. Parry my attack and perform a riposte. Excellent riposte. There's one more thing about parrying. It only lasts a short while. The way you turn your hips can make your weapon hit sooner or later. This can be used to great effect to throw off your opponent's timing. Try to block 3 of my strikes as I turn in and out of them. Good! Okay. One more! Very good. Make sure you have the stamina to perform a parry. Otherwise, you might end up losing your weapon. Here, I'll show you. Parry my next attack. Ha! Like stealing candy from a baby. Not your butler. Go and get your weapon back. Now let's see if you can do more than just mindlessly flail around with that weapon. We will start with a simple horizontal strike. Chop that stick up with 3 horizontal slashes. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das fit können. Okay. Fast 15 Minuten. Ich würde sagen, ich mache eine Pause hier. Wenn es euch gefallen hat, naja, Kritik wäre schön, das kann ich verbessern, aber kommt ja erstmal noch das Tutorial dran in der nächsten Folge. Ich sag einfach mal vorläufig Ciao mit V.